Wenn Sie die Mitmachaufgaben, die Reflexionsaufgaben in diesem Kurs genutzt haben, dann ist Ihr Medienprodukt jetzt fertig. Stellt sich die Frage, wo lassen wir es? Wenn Sie Video erstellt haben, dann stellen wir sehr schnell fest, das können richtig große Dateien sein. Das ist also die Frage, wo können wir es hochladen, damit A, unsere Schülerinnen und Schüler es sehen können, damit es irgendwo gesichert ist und vielleicht ist es ja sogar ein Video, was sie wirklich veröffentlichen wollen auf einer öffentlichen Plattform. Es gibt eine Reihe Möglichkeiten, Videos zu veröffentlichen. Diese großen Dateien machen das aber nicht unbedingt immer einfach. Denken Sie darüber durchaus nach, ob das Video so groß sein muss, wie es vielleicht aktuell ist. Können Sie es eventuell komprimieren? Brauchen Sie diese Bildauflösung? Ist das Dateiformat das Richtige? Mit dem kostenfreien VLC-Player haben Sie die Möglichkeiten, Formate zu verändern und auch diese Videos zu komprimieren. Bei Audios gilt das übrigens auch. MP3 ist ein klein, aber wenn Sie einen Podcast zum Beispiel erstellt haben und den als WAV-Datei speichern, kann der auch schnell über einen Gigabyte groß werden. Wenn Ihre Schule über eine Bildungscloud oder ein Learning Management System verfügt, dann können das Orte sein, wo Sie Videos gut lassen können. Und wenn Sie sich trauen, Videos tatsächlich zu veröffentlichen, haben Sie eine Reihe Plattformen, die Sie nutzen können. Die bekannteste, klar, YouTube. Aber darüber hinaus Vimeo, die Bildungsserver der Länder, PeerTube und viele weitere wären mögliche Ablageorte. Wir haben Ihnen unter diesem Video mal eine Liste zusammengestellt mit verschiedenen Möglichkeiten, wo Sie Ihre Videos hochladen können. Und dazu haben wir Vor- und Nachteile zusammengestellt. Vielleicht wissen Sie ja auch noch andere Orte, die hier nicht auftauchen. Tauschen Sie sich darüber mit Kolleginnen und Kollegen aus. Geben Sie Tipps weiter, wenn Sie sagen, hier kann man Videos gut hochladen. Wenn Sie die Videos hochladen, beziehungsweise kurz bevor Sie das machen, denken Sie auch noch an das Thema Barrierearmut. Ich spreche hier bewusst nicht von Barrierefreiheit, weil das ist fast nicht umsetzbar, zumindest nicht mit den Mitteln, die wir in der Regel im schulischen Kontext haben. Aber es lohnt sich, über Barrierearmut nachzudenken. Auch wenn Sie mit Schülerinnen und Schülern Videos zu erstellen, ist das ein sehr spannendes Thema, weil Sie das Thema inklusive Lernwelten mit dazu holen können. Lassen Sie zum Beispiel Untertitel erstellen. Lernen Sie auch kennen, wie komplex das Thema sein kann oder wo man mit automatischer Software, YouTube bietet sowas zum Beispiel an, da auch Nachhilfe schaffen kann. Das Thema Barrierearmut ist ein riesiges Thema und es sprengt diesen Kurs jetzt, das auch zu vertiefen. Ich möchte es hier aber angesprochen haben, damit Sie auch darüber einmal nachdenken können, inwiefern Sie über Ihre Videos, die Sie veröffentlichen, zur Barrierearmut im Lernen beitragen können.